persönliches Logbuch des Commander Ray Pinscher. Sternzeit 33101902. Hallo, meine lieben Elite Dangerous Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meiner neuen Exkursionsreihe Targoiden und alles, was damit so zu tun hat. Dieses Thema ist auch für mich vollkommen neu, kann ich also nicht auf irgendwelche Erfahrungen bisher zurückgreifen, bin also im Grunde genommen genauso unbeleckt wie einige von euch auch. Dementsprechend wird es wohl so sein, dass auch einige Fehler bei mir passieren und ich erstmal die Lernkurve durchlaufen muss. Deswegen fangen wir auch ganz klein an damit. Aber zunächst mal ein kurzer Rückblick. Was ist seit meinem letzten Video passiert? Da hatte ich es ja mit der AFK-Geschichte zu tun und mit der Corvette, die ich dazu in verschiedene Gebiete geschickt habe. Und ja, danke übrigens an der Stelle an alle, die mir da jede Menge interessante Kommentare zugeschrieben haben. AFK ist ja so ein Thema, kann ich also nach meinen persönlichen Erfahrungen nur indirekt empfehlen. Wenn man immer mal so ein Auge drauf hat und guckt, was gerade so los ist, dann kann das durchaus eine effektive und interessante Methode zum Geldverdienen sein. Die Geschichte mit den Targoiden dagegen ist eher mehr im Endgame-Szenario angesiedelt. Natürlich kann man auch schon mal den ein oder anderen kleinen Targoiden bekämpfen, habe ich ja auch schon gemacht in anderen Playlists mit meiner Imperial Kurier. Aber so richtig Spaß macht das eigentlich erst, wenn man über die nötigen Ausstattungen im Schiff verfügt, natürlich vorausgesetzt das richtige Schiff benutzt und vor allen Dingen auch die dazugehörigen Ingenieure freigeschaltet hat, damit man die jeweiligen Module auch perfekt modifizieren kann. Das ist ein Thema, da habe ich die letzten Tage sehr viel Zeit investiert, bin also, nachdem ich fertig war mit meinem AFK-Auftritt, zurückgeflogen zur Jameson Memorial und dort habe ich mir ein wirklich spannendes Schiff gekauft, mit dem ich nun die ersten Gehversuche machen möchte. Gucken wir uns das Ganze wie immer im Detail mal an. Es handelt sich um die Aliens Chieftain. Finde ich persönlich auch wieder ein sehr spannendes, interessantes Schiff. Ist gar nicht so teuer in der Grundausstattung und vor allen Dingen fliegt es sich wahnsinnig gut. Es ist halt unheimlich agil, hat eine Menge Aufhängungsplätze, die man ganz unterschiedlich bestücken kann und ja, macht einfach nur Spaß. Und vor allen Dingen, wenn man später jetzt mit den Targoiden, insbesondere mit den großen Blumen zu tun hat, da wird es wohl das ein oder andere Mal passieren, dass man platzt. Und da ist natürlich der Wiederbeschaffungswert dieser Maschine äußerst gering, sodass man also da durchaus mal das ein oder andere Schiff verlieren kann. Gucken wir uns die Ausstattung an. Ich habe dazu natürlich auch einen Bild fertig gemacht, den verlinke ich euch wie immer unter dem Video. Diesmal habe ich ein anderes Tool verwendet. Das finde ich persönlich auch sehr schön. Können wir uns auch mal ganz kurz angucken hier. Da kann man also wunderschön planen. Ich habe das mal so genannt, AX Chieftain speziell, das ist jetzt der Beginn, mit dem ich mal loslegen möchte, gegen die kleineren, die Scouts. Was damit auf sich hat und so weiter, erkläre ich euch gleich im Anschluss. Aber gucken wir uns zunächst mal unser Schiffchen im Detail an. Es hat also insgesamt 6 Slots für die Hardpoints. Und zwar 2x Large, 1x Mittel und 3x Small. Die kleinen Scouts, die schießen auch mit Impulslasern auf euch, können auch kaustische Raketen abschießen und sind gegen menschliche Standardwaffen zu 77% geschützt. Die großen Blumen, die Interzeptoren, sogar 99%. Das bedeutet also, man braucht auf jeden Fall, um da sinnvoll gegen vorgehen zu wollen, bisschen spezialisierte Waffen. Ich habe mal hier die ganz normalen, in Anführungszeichen, fortschrittlichen AX-Mehrfachkanonen verwendet. Die gab es ja nach entsprechenden CZ-Missionen, auch inzwischen als Gimbaled, also kardanisch aufgehängte Versionen. Deswegen habe ich hier mal 2 von den 3er-Modulen eingebaut, ein kleineres auf der 2er, alles Gimbaled. Und dazu habe ich mir gedacht, das weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, aber werden wir ja dann gleich in der Praxis im Anschluss sehen, 3 Turm-Strahlenlaserwaffen der kleinsten Ausbaustufe, also Turm, und die jeweils als
Ferndistanzwaffen allerdings nur auf Grad 2 getrimmt mit der thermischen Entlastung. Die sind also alle drei gleich aufgebaut. Ja, warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, weil die fortschrittlichen AX-Mehrfachkanonen einen maximalen Range von 4000 Meter haben, einen Damage-Falloff allerdings bei 2000 und sonst sind sie eigentlich so richtig gut aufgestellt. Und damit das einen Sinn ergibt, dachte ich mir, machen wir eine Strahlenlaser-Turm-Variante rein und rüsten die als Ferndistanzwaffe mit thermischer Entlastung aus, damit gleichzeitig, während sie schießen, das Schiff gut runtergekühlt wird. Und sie liegen dann bei der Ausbaustufe Grad 2 hier auch etwa so bei 4000 Metern. Ein bisschen weiter. Das heißt, sie können schon mal anfangen zu schießen und das Schiff runterkühlen, bevor wir dann, wenn wir nahe genug am Scout dran sind, mit unseren Mehrfachkanonen ihn wunderbar und einfach zerlegen können. Wohlgemerkt, alles Theorie. Und dann kernintern. Hier habe ich natürlich schon mal vorbereitet, auch für die Varianten, die ich mir denke, die man dann zumindest mal gegen einen Cyclops, den kleinsten Interceptor und vielleicht sogar den Basilisken einsetzen kann. Ob das funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Deswegen dachte ich mir, naja, rüsten wir mal den Militär-Composite aus mit schwerer Panzerung, volles Rohr und auch im tiefen Überzug. Das braucht natürlich entsprechend einen Ingenieur. Ich glaube, das ist Céline Jean, wenn ich mich richtig erinnere, die sowohl die Schiffspanzerung als auch die Rumpfhüllenverstärkungen bis auf Grad 5 panzern kann. Also das wäre dann der Ingenieur oder die Ingenieurin, die man braucht. Das wäre also schwere Panzerung mit Tiefenüberzug. Dann ein gutes Kraftwerk. Das ist zwar hier in dem Falle, könnt ihr hier unten links sehen, ein bisschen überdimensioniert in dem Schiffsbild. Da könnte man auch ein kleineres Kraftwerk reinsetzen, ein 5A beispielsweise und das pimpen. Oder das hier nicht ganz so hoch angehen. Aber für die weiteren späteren Ausbaustufen, die ich mir vorstelle mit Guardian-Modulen und so weiter, die alle für sich gesehen ein bisschen Strom brauchen, ist das auf jeden Fall hier eine gute Ausstattung. Und es macht auch keinen großen Unterschied, ob da dann etwas kleineres Kraftwerk reinsetzt, was nachher die Speed angeht, also die normale Geschwindigkeit und vor allen Dingen auch die Boost-Geschwindigkeit. Die könnt ihr hier unten ja absehen. Und das ist richtig schnell, das Schiff, wie ihr seht. Im Boost 532 und Normalspeed 307. Damit könnt ihr im Großen und Ganzen auch später allen Interzeptoren davon fliegen. Und das ist ja schon mal gut. Aber wie gesagt, das ist nur eine Idee von mir. Dann, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, Schubdüsen, die sollte man bestmöglich ausgestattet haben, damit ihr ordentlich agil seid. Die habe ich natürlich für mich gesehen auf Grad 5 gesetzt und zusätzlich mit dem Drag-Antrieb als experimentellen Effekt versehen. Für Grad 5 braucht er Professor Palin und der ist nicht ganz so einfach freizuschalten. Was dazu nötig ist und wie man das macht, habe ich alles in meiner Playlist Nummer 2 einzeln gezeigt. Standardmäßig könnt ihr auch mit Grad 3 arbeiten, aber dann seht ihr, dann geht die Boost-Geschwindigkeit hier schon mal enorm runter. Das reicht zwar für die kleineren Interzeptoren später aus noch, aber der Basilisk zum Beispiel, der kann über 530 und deswegen wäre dann vielleicht doch hier diese Option gut. Aber das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie ihr das persönlich mal ausprobieren möchtet. Und der Frameshift-Antrieb, den habe ich natürlich immer dabei. Den habe ich ja einmal fix und fertig so gekauft. Den kann man ja in unterschiedlichsten Schiffen immer wieder einsetzen. Und dann habe ich ihn mal halt hier aus der ASP eingebaut. Lebenserhaltung, die würde ich und hätte ich gerne noch gepimpt. Allerdings bräuchte ich dafür eine Ingenieurin im Shinrata-Desra-System. Die nennt sich Lori Jameson. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon am Namen erkennen könnt, hat die auch was mit dem Jameson Commander zu tun, ist irgendwie verwandt damit. Und die kann sowohl die Lebenserhaltung als auch die Sensoren, braucht aber so ein spezielles Material, was man kaufen muss. Und das habe ich leider nur in geringerer Stückzahl bisher bekommen. Deswegen habe ich den Lebenserhaltungsbereich nur mit der D-Variante ausgestattet, würde ihn aber normalerweise auf den Punkt leicht trimmen. Und sie kann halt nur den Vierer machen. Das wäre so die Idee, den ich gerne machen würde. Dann seht ihr, kommt er beim Boost auch noch ein bisschen höher. Ist aber nicht unbedingt erforderlich. Also kann man auch so lassen.
Wichtig wiederum ist der Energieverteiler. Der sollte gut ausgestattet sein, wenn geht, mit Grad 5 als ladungsoptimierter Energieverteiler und in dem Falle mal mit dem experimentellen Effekt Superleiter. Also nicht Clusterkondensatoren, wie ich das sonst üblicherweise gerne mache, sondern in dem Falle ist der Superleiter die bessere Variante, denn sie ist in der Lage, dieser experimentelle Effekt, dass die Recharge-Time um 50% beschleunigt wird. Das könnt ihr ja hier hinten wunderschön an den Werten sehen. Und da sollte man auf jeden Fall gut drauf achten, dass der Kondensator für die Waffen als auch für den Antrieb und natürlich auch für den SYS-Bereich möglichst schnell wieder aufgeladen ist. Deswegen meine Empfehlung Superleiter. Ja, Sensoren habe ich auch die leichte Variante eingebaut. Das kann man natürlich und sollte man später auf jeden Fall noch ein bisschen pimpen, indem man dort eventuell den Ferndistanzscanner einsetzt, der halt, wenn er voll ausgerüstet ist, eine ordentliche Reichweite hat. Das ist also auf jeden Fall empfehlenswert für später. Jetzt in meinem Standardbild, sage ich mal, für die kleineren Scouts ist das nicht unbedingt erforderlich. Kann man auch mit der Standardvariante was werden. Dann hat er vier Utility-Halterungen. Für unseren jetzigen Test würde ich empfehlen, entweder alles mit Kühlkörpern zu bestücken. Dann kann man sogar den Xeno-Scanner weglassen. Für den Fall, dass man doch mal irgendwie noch eine große Blume trifft, dann wäre also der verbesserte Xeno-Scanner, den gibt es ja seit einer gewissen Zeit, der immerhin eine Scannerreichweite von 2000 Metern aufweist, eine gute Wahl. Früher gab es nur einen mit 500 Meter, der war eigentlich fast unbrauchbar. Dazu musste man viel zu dicht an so einen Interceptor ran. Heute mit 2000 Metern macht das schon eher Sinn. Dann Kühlkörper würde ich euch empfehlen, sofern ihr die Materialien zusammenkriegt, dann kauft euch die guten Sirius-Kühlkörperwerfer. Da müsst ihr natürlich für jeden einzelnen immer das gesamte Material einmal dabei haben. Das lohnt sich aber, denn der hat insgesamt dann fünf Kühlkörper, mit denen ihr arbeiten könnt. Normal standardmäßig sind es drei. Die normale weitere Aufrüstung der Munitionskapazität der Standardkühlkörper bringt euch dann vier und diese Sirius-Variante, die man halt auf diesen Megaschiffen dann bekommen kann, die hat insgesamt fünf, also einen geladenen und vier im Schacht, sodass er hier mit der Ausbaustufe immerhin auf 15 Kühlkörper kommt, um das Schiff möglichst gut und schnell runterzukühlen. Ist zwar bei den Scouts jetzt nicht unbedingt erforderlich, werdet ihr sehen, aber für die späteren Geschichten, beispielsweise den Cyclops, da kann ich euch nur empfehlen, die bestmöglichen Kühlkörper und, wenn es geht, ein bisschen Material auch für die Synthese dabei zu haben, für den Fall, dass euch irgendwann die Kühlung ausgeht. Ja, dann haben wir hier, das ist was Besonderes beim Chieftain, der hat drei Militärslots. Und die habe ich jetzt speziell mal bestückt. Das muss nicht sein. Da könnt ihr auch ganz normale Rumpfhüllen, Verstärkungen reinmachen, 4D-Typen. Und die zum Beispiel dann über Celine Jean noch weiter bis Grad 5 pimpen. Dann habt ihr ordentlich Hülle. Und das bringt's eigentlich überhaupt. Wenn ihr natürlich Celine Jean nicht freigeschaltet habt, dann könnt ihr halt hier nur den Standard-Militär-Komposit-Überzug kaufen. Den er nicht pimpt, wird aber auf jeden Fall für die Scout-Geschichten reichen. Und hier eben die Standard-Rumpfhüllenverstärkung. Dann braucht er nichts Spezielles. Ich habe mir mal gegönnt, diese Rumpfhüllenverstärkung mit Metalegierung. Die ist insoweit besonders, dass sie nochmal einen zusätzlichen Schutz gegen kaustischen Schaden hat, nämlich 3% gegenüber der normalen Variante. Können wir ja nochmal gucken hier. Hier sind die normalen Rumpfhüllenverstärkungen. Die Standardvariante 4D, die hat halt eine Hull Force Reinforcement von 330 und die Metalegierung mit der 3%igen kaustischen zusätzlichen Steigerung hat nur 297, aber dafür gegen kaustik. Und auch die kleinen Scouts können ja durchaus solche kaustischen Raketen abschießen und wenn sie platzen, wenn sie kaputtgeschossen werden, hinterlassen sie eine Wolke, durch die man schnell mal aus Versehen durchfliegt und schon beginnt der Rumpf zu, ja, sich zu deformieren. Er wird geätzt. Und da ist natürlich hier eine solche zusätzliche Stärkung gar nicht schlecht.
Im Unterschied zu anderen Sachen braucht er hier bei den Rumpfhüllenverstärkungen mit der Metalegierung, die es beim menschlichen Technologiebroker gibt, das Material nur einmal freizuschalten und dann könnt ihr euch beliebige Anzahl solcher Rumpfhüllenverstärkungen kaufen. Die gibt es auch in verschiedenen Größen. Ich habe halt jetzt hier bei Militär, weil da 3x4 drin sind, 3 Stück eingesetzt und hier unten zusätzlich in den Standardoptionalen noch eine. Können wir uns übrigens mal angucken hier. Ich habe das schon mal aufgerufen. Der Technologie-Broker gibt es ja hier bei Inara. Menschlich, Guardian-Module und Wächterwaffen. Bei den menschlichen sieht es so aus. Da gibt es einmal hier den Sirius-Kühlkörperwerfer. Den gibt es halt da auch zu kaufen. Da braucht er einmal dieses Material dafür. Für jeden Einzelnen. Dann gibt es auch eine Rumpfverstärkung aus Metalllegierung. Das ist die, die ich ja eben genannt habe. Da braucht er zusätzlich zu diesen Standardmaterialien, die man halt so üblicherweise bekommt, Metalllegierungen. Und zwar 16 Stück. Genau das gleiche braucht man übrigens auch für... Moment, wo war das? Die Rumpfhüllenverstärkungen und wo war denn das noch? Es gab doch noch irgendwo... Hier genau, den korrosionsbeständigen Gepäckträger. Den würde ich auf jeden Fall euch mal empfehlen für später, damit er spezielle Materialien nach dem Abschuss von den Interzeptoren einsammeln könnt. Zum Beispiel die Herzen oder andere Sachen. Die sind nämlich ätzend und dazu braucht man dann Frachtraum, der ätzbeständig ist. Das heißt, auf jeden Fall sollte da das hier einmal freischalten und da braucht er ebenfalls 16 Metalllegierungen. Also einmal für den Gepäckträger und wenn er diese entsprechend geschützten Rumpfverstärkungen haben wollt, braucht er nochmal 16 Metalllegierungen. Das Problem bei den Metalllegierungen ist, die kann man nicht einfach so kaufen, außer in Maya. Und übrigens befinden wir uns hier in der Nähe von Maya. Da gibt es eine spezielle Bodenstation, die müsst ihr anfliegen und da könnt ihr maximal 2 Metalllegierungen kaufen. Ich habe es ausprobiert, bin dort gelandet und habe dann einfach abgewartet. Nachdem ich die ersten 2 gekauft habe, habe ich auf die Uhr geguckt und da läuft das ein bisschen anders mit dem Timing wie bei den Standardmissionen. Die laufen ja alle 10 Minuten ab und werden dann aktualisiert. Bei den Metalllegierungen im Warenbereich ist das so, da werden die alle Viertelstunde aktualisiert. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, rechnen sich die Viertelstunde dann immer danach, wann ihr das letzte Mal eingekauft habt. Müsst ihr also mit auf die Uhr gucken und alle Viertelstunde gibt es wieder 2 neue Metalllegierungen, die dann kaufbar sind. Insoweit müsst ihr dann halt da ein bisschen ausharren und könnt dann nach einer gewissen Zeit euch diese Dinge dann auch zulegen. Gucken wir mal weiter. Andere Variante können wir ja hier mal gucken, direkt. Da ist das ja auch ganz gut nochmal zu sehen. Was haben wir noch drin? Ein Kraftwerk. Ein 6A-Kraftwerk mit Kraftwerkspanzerung, damit es ordentlich lange durchhält und einen thermischen Verteiler, damit möglichst viel Wärme abgeleitet wird. Schubdüsen hatte ich ja schon erklärt, möglichst schnell, Frameshift, Lebenserhaltung und den Energieverteiler als ladungsoptimierter mit Superleiter. 4D-Sensoren. So, dann haben wir die Werkzeugsteckplätze. Da habe ich also 3x Sirius-Kühlkörper eingebaut und den verbesserten Xeno-Scanner. Braucht man wahrscheinlich nicht unbedingt, könnte man auch noch einen 4. Kühlkörper dafür nehmen. So, und dann kommen wir mal zu intern optional. Da haben wir also einen Schildgenerator, den hatte ich noch. Da kann man sicherlich auch einen anderen einbauen, aber ich glaube, für die Scouts wäre das eine ganz gute Wahl mit thermalresistenten Schilden und als Schnellladertyp ausgestattet. Denn die Impulslaser, die die Scouts benutzen, können mit diesem Schild ganz gut abgewehrt werden. Sodass man, wenn man Glück hat und später in eine nichtmenschliche Signalquelle der Stufe 4 einfliegt, wo man es normalerweise dann auch mit 4 Scouts zu tun bekommt, die relativ schnell erledigen, sodass der Schild während des Kampfes ausreicht, ohne dass die Hülle dabei angegriffen wird. Aber wie gesagt, ist alles Theorie, werden wir gleich sehen. Damit das Ganze auch ein bisschen durchhält, dachte ich mir, es wäre sehr gut, Modulverstärkungen einzubauen. Und zwar einmal Nummer 5, eine 2er und eine 1er. Ich habe jetzt mal ganz bewusst nur die Standardmodulverstärkungen genommen, habe aber auch gekauft und schon im Lager die Guardian-Varianten. Die sind halt noch ein bisschen stärker, brauchen aber auch ein bisschen Strom. Werde ich später, wenn wir dann mit den Interzeptoren zu tun bekommen, auf jeden Fall benutzen. Aber ich denke mal, die Standard-Modulverstärkungen sind auf jeden Fall auch gut
Hier ist noch eine zusätzliche Rumpfhüllenverstärkung und hier haben wir dann den Rest noch eingebaut. Das ganze Ding sieht dann so aus. Was man natürlich unbedingt noch einbauen sollte, wäre, zwar jetzt für die Scouts wahrscheinlich auch nicht unbedingt erforderlich, später allerdings schon, eine automatische Feldwartungseinheit. Damit könnt ihr beschädigte Module, ohne dass ihr extra dazu auf eine Station fliegen müsst oder auf einen Carrier, wenn ihr den dabei habt, könnt ihr die auch da direkt vor Ort reparieren. Das ist zwar nur eine kleine Einheit, die hat halt nur eine 2500er Kapazität, aber damit kann man schon mal einiges anfangen. Und notfalls lässt es sich ja über die Syntheseeinheit auch wieder aufrüsten. Soweit erstmal zu meinem gedachten Schiffsbild. Dann gucken wir uns nochmal an, wo wir uns eigentlich jetzt im Moment gerade aufhalten. Das wäre noch ein kurzer Blick. Ich habe mich also dazu hier in das System Celano gemacht. Das ist also von der Bubble, wo ich normalerweise mich aufhalte, im 69G Carinae-System, so etw 350, 60 Lichtjahre weit weg, ganz in der Nähe von Maya, da wo es die Meta-Legierungen gibt. Werdet ihr ja gleich auf der galaktischen Karte sehen. Das fand ich jetzt mal ein interessantes System, denn hier gibt es sowohl eine Station, die man benutzen kann, wenn ihr jetzt keinen Carrier habt. Die ist ziemlich dicht hier direkt am Stern gelegen. Da kann man immer schnell mal hinfliegen, wenn man sich aufrüsten möchte, nachrüsten möchte, reparieren möchte. Und auch da habe ich natürlich meinen Carrier hier geparkt. Außerdem gibt's hier im System und in den umliegenden Systemen jede Menge nichtmenschliche Signalquellen, die man scannen kann und dort ganz in Ruhe erstmal ausprobieren kann, wie das so mit den Targoiden funktioniert. Ich bin also ganz bewusst jetzt nicht in diese Zonen geflogen, in diese 8 Bereiche um die Bubble herum, wo ja seit geraumer Zeit am Anfang nur erstmal diese Mahlströme auftauchten mit riesigen Titanen drin. Das sind also so richtige Großkampfschiffe, die also die Interceptoren und natürlich auch die kleineren Schiffe ständig ausspucken, die aber alle in einer riesigen Säureblase sich aufhalten. Und wenn er da reinfliegt, ja, da seid ihr natürlich ruckzuck fertig. Drumherum gibt's natürlich auch jede Menge Systeme. Da kümmern wir uns dann drum, um diese Spezialdinge, wenn wir erstmal ein bisschen uns mit den Targoiden ganz im Allgemeinen beschäftigt haben. Denn hier in diesen Bereichen, in den Plejadennebeln oder anderen Bereichen, da kann man in Ruhe erstmal das austesten, da wird man nicht permanent angegriffen und kann auch ganz gezielt in solche nichtmenschlichen Signalquellen fliegen, um ganz besonders exakt sich die Interzeptoren rauszupicken, mit denen man erstmal einen Test machen möchte. Ansonsten, wenn man da um irgendwelche Stationen herumfliegt, in Kampfbereiche eintaucht und so weiter, da ist ja richtig was los. Da kann man kaum das Ganze mal richtig austesten. Dann gucken wir uns jetzt mal hier die Gegend an. Hier bin ich also aufgeschlagen. Hier seht ihr, ist Maya. Das ist also nur ein Katzensprung hier weit weg. Könnt ihr ja gucken. Das ist also nicht weit weg. Wenn er das mal annehmen würde, hier der gute Kasten, das macht er natürlich wieder nicht, wie immer. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass er immer hier ein bisschen rumzickt. Na, seht ihr, das ist 6,4 Lichtjahre weit weg. Hier gibt es eine ganze Menge spannender Systeme drumherum, zum Beispiel Merope, Asterope. Da findet man unendlich viele von diesen nichtmenschlichen Signalquellen und kann sich da dann ordentlich austoben. Dann gucken wir uns nochmal das Allgemeine etwas an. Da würde ich euch empfehlen, wenn ihr ein bisschen Background-Informationen zu den Targoiden, deren Geschichte und alles, was damit zusammenhängt, haben wollt, geht hier auf Wiki. Elite Dangerous Fandom.com, Wiki Targoiden. Hier bekommt er reichlich Informationen zu den ganzen Bereichen. Und ja, ich fand es jedenfalls eine sehr spannende Geschichte, sich hiermit mal auseinanderzusetzen. Ganz kurz, vielleicht nur zum Einstieg. Die Targoiden sind eine intelligente, hochentwickelte insektoide Spezies, die seit Millionen von Jahren existieren. Sie sind neben der Menschheit die einzige bekannte noch existierende raumfahrende Spezies in der Milchstraße. Es gab ja auch noch die Guardians oder Wächter, wie sie hier genannt werden, die früher mit den Targoiden schon im Krieg waren und haben auch gewonnen wohl, insoweit, dass die Targoiden sich, nachdem sie gemerkt haben, mit denen ist nicht so gut Kirschen essen, sich dann erstmal zurückgezogen haben.
Geschlagen wurden sie nur indirekt. Targoiden haben dann natürlich ordentlich aufgerüstet und ja, davon können wir ja nur profitieren, indem wir spezielle Module, Waffen etc. uns kaufen. Dazu hatte ich ja schon einiges an Videos gemacht und das war auch der Grund, warum ich mich vorher natürlich mit den Guardians beschäftigt habe, damit ich mal das gesamte Material zusammenkriege, um die speziellen Dinge zu bekommen. Also lest euch das mal durch hier, finde ich persönlich gut gemacht und macht auch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Dann die nächste Anlaufstelle, die ich euch direkt empfehlen würde, wäre hier die Wiki der Anti-Xeno-Initiative. Das ist also eine Webseite, die macht richtig Laune. Da könnt ihr alles hier euch angucken und genau vorgestellt bekommen, was so mit Targoiden und alles, was damit zu tun hat, hier ist. Und da gucken wir uns als erstes mal die, übersetzt in Deutsch, die Pfadfinder, die Scouts an. Hier seht ihr, wie die aussehen. Im Grunde genommen wie so kleine Mini-Interzeptoren. Ja, man könnte sagen, so ein kleines Odeuvre, mit dem wir uns als erstes beschäftigen. Das sind also die kleineren Targoiden-Schiffe und die können in allen Arten der nichtmenschlichen Signalwellen gefunden werden. Diese Scouts, die sind sofort feindselig und können in Gruppen einem unvorbereiteten Piloten erheblichen Schaden zufügen. Im Gegensatz zu den Großen, den Interzeptoren oder den Abfangjägern, wie sie übersetzt heißen, haben die Scouts eine Resistenz gegen menschliche Waffen zu 77%. Im Gegensatz zu den großen Blumen, die mit 99% Resistenz arbeiten. Diese verringerte Schadenresistenz von 77 macht es möglich, Scouts mit auch menschlichen Standardwaffensystemen zu töten. Allerdings ist das sehr aufwendig, kostet viel Zeit und macht auch nicht so richtig Laune. Deswegen würde ich auf jeden Fall mal die spezialisierten AX-Waffensysteme empfehlen, die man ja beispielsweise dann in Momboni-System kaufen kann, bei den Schiffen, Sirius-Schiffen oder natürlich dann später auch auf Jameson Memorial. Da bekommt man sie ja dann alle vorgehalten. Diese Scouts gibt es in insgesamt 4 verschiedenen Varianten. Auch hier wunderschön gezeigt, könnt ihr ja rechts sehen. Da gibt es einmal den Rumtreiber, auf Englisch Marauder. Das ist der, der am häufigsten auftritt. Das ist die Basisvariante, die am weitesten verbreitet ist. Sie haben einen einfachen Angriff mit einer einfachen Impulswaffe, können aber auch eine einfache Etz-Rakete abfeuern. Während sie alleine relativ schwach sind, werden diese Varianten verstärkt, indem sie halt in größerer Zahl auftreten. Bei menschlichen Signalquellen des Typus 4 tauchen gewöhnlich 4 Stück davon auf oder Varianten. Dann gibt es darüber hinaus den Regenerator. Ja, wie man dann vom Namen her vermuten kann, ist er ähnlich wie der Marauder. Der kann aber eine zusätzliche Fähigkeit, nämlich einen Regenerationsbuff, wie das hier heißt, verleihen, der allen anderen Scouts, die in der Nähe sind, die Gesundheit schnell regenerieren lässt. Das geht dann normalerweise auch mit einem hörbaren Geräusch von sich und einem grünen Impuls. Man sieht es auch, die sehen ein bisschen anders aus. Das sind also die Blassen hier, die Standards, die Marauders, die haben so einen hellgrünen Kern, der man so ein bisschen leuchten sieht. Dann gibt es den roten, den Berserker, der ist ähnlich wie der Regenerator, mit einer besonderen Fähigkeit ausgestattet. Der schickt einen roten Energiepuls aus, der den Schaden aller in der Nähe befindlichen Späher erhöht und alle in der Nähe befindlichen Nicht-Berserker-Späher dazu veranlasst, eine ätzende Rakete abzufeuern. Deswegen dachte ich mir, wäre es gut, eine Rumpfhüllenverstärkung mit Metalegierung zu benutzen. Dann hält man ein bisschen mehr davon aus. Und da gibt es noch den Insider, den Ermutiger, ist der Anstifter. Genauso wie der Plünderer hat er auch eine entsprechende Fähigkeit. Der sendet einen Energiepuls aus, der alle Späher in der Nähe zu höherer Geschwindigkeit und besserer Manövrierfähigkeit verleitet. Bin mal gespannt, was wir davon gleich antreffen werden. Die Abfangjäger, nur mal ganz kurz angesprochen, damit ihr auch das mal schon mal seht. Da gibt es eigentlich 5 verschiedene Varianten. Den Cyclops, den Basilisken, die Medusa, die Hydra und den Ortrus. Auch die könnt ihr euch hier unten angucken, wie die entsprechend ausgestattet sind.
Im Grunde genommen sehen sie auch alle ähnlich aus. Der kleine Grüne hier, dann der Basilisk, der so ein bisschen rötlich erscheint. Die Medusa, die hat hier noch so Zacken oben an den Ecken, kann man so ganz gut erkennen dran. Und ja, das Bombastschiff, die Hydra, mit der werde ich es mir wahrscheinlich nicht aufnehmen alleine. Das traue ich mir auch nicht zu. Und als letztes, der erst vor kurzem wieder aufgetaucht ist, die Ortrus. Die finde ich persönlich sehr spannend. Denn die verfügt über null Herzen und wenn man sie abschießt, gibt es ordentlich Geld. Da muss man allerdings dann ein bisschen auf die Suche gehen, wo man die Guten findet. Da kümmern wir uns aber dann später drum. Soweit soll es erstmal zu den Hintergründen reichen. Dann würde ich vorschlagen, begeben wir uns nun einfach mal in medias res und fliegen mal los. Alles soweit fertig. Was wir noch uns angucken können, sind natürlich die Feuergruppen, wie ich die bestückt habe. Ich habe die Strahlenlaserkanonen auf den 1-Punkt gelegt, sodass die alle gleichzeitig losfeuern und hoffentlich ganz schnell das Schiff runterkühlen. Und die AX-Mehrfachkanonen alle auf die 2. Und dann gibt es noch eine zweite Feuergruppe, die in dem Falle allerdings nur mit dem Xeno-Scanner verbunden ist. Und das, was ganz wichtig ist, da wir hier keine Navigationsbojen in den Systemen finden, der E-Scanner. Damit wir einmal das System durchscannen können, um dann im zweiten Step mit dem VSS-Scanner die entsprechenden Signalquellen herausfinden. Das war die Basis. Die Kühlkörper selber habe ich jetzt nicht auf eine Feuergruppe gelegt, sondern dafür habe ich mir speziell eine Taste auf meinem Hotas programmiert, mit denen ich die dann bei Bedarf, wenn es nötig ist, abfeuern kann. Soweit zur Theorie. Nun schreiten wir mal zur Praxis. Starten wir mal. Erster Versuch. Und Power. Yo, die Maschine geht gut ab. Hat auch einen schicken Sound, finde ich. Macht richtig Laune. Und bewegt sich sehr gut. So, jetzt gehen wir als erstes mal in den Supercruise. Dann würde ich vorschlagen, damit das gleich richtig eingestellt ist, gehen wir mal mit den Pips hier 3 auf Sys, 3 auf die Waffen und Antrieb brauchen wir nicht. Schalten den Analysemodus um und gehen mal auf den E-Scanner. So. Danach schalten wir um direkt auf den VSS-Scanner und hier unten müssen wir dann hier auf den vorletzten Bereich. Diese Signaltypen, also mit den zwei Dreiecken nach oben, eins unten, wäre genau das Richtige, um diese nichtmenschlichen Signalquellen herauszufiltern. So, gucken wir mal, was wir finden. Nichtmenschliche Signalquelle 5. Das wäre genau das Richtige für unseren Cyclops. Das wollen wir aber im Moment noch nicht haben. Deswegen gucken wir mal weiter nach dem Typ 4, ob wir was finden. Nein, 6 ist auch nicht das Richtige. Da hätten wir es dann eher mit dem Basilisken zu tun. Auch nicht korrekt. Mal schauen, wo wir hin müssen. Ihr seht, es gibt hier eine Menge solcher Signalquellen. Irgendwann werden wir fündig. Oh, das ist natürlich hier oberste Superstufe. Typ 9. Typ 6. Tja, das ist wieder der typische Vorführeffekt, ne? Wenn man was sucht, dann findet man es meistens erstmal nicht. Obwohl ich ja schon einiges mir ausgeguckt hatte hier. Aber die sind ja auch. Ah, da haben wir doch eine. Die ist sogar 24 Minuten noch gültig. Seht ihr oben? Dann könnt ihr auch direkt, wenn ihr eine gefunden habt, hier auch das Ziel schon markieren. Seht ihr da oben? Und dann seid ihr schon fertig. Raus da. Und schon können wir mal hier ein Stückchen drauf zufliegen. So, naja, gut. Ist jetzt doch auch eine kleine Ecke weg. Müssen wir erstmal hier über diesen Bereich hinaus. Hier seht ihr die ganzen unidentifizierten Signalquellen. Aber da seht schon Bedrohungsstufe 4. Wenn die halt so lange offen ist wie da oben jetzt. Normalerweise standardmäßig, wenn sie gerade frisch auftauchen, sind sie etwa 30 Minuten da und zählt dann nach unten.
dann könnte man das genauso machen, wie ich euch das schon mal an einer anderen Stelle gezeigt habe, wo es um die hochwertigen Emissionen ging, um auch hochwertiges Material in dem Falle zu sammeln. Wenn nicht, guckt euch das Video mal an, ist ja hier in dieser aktuellen Playlist drin. Da war das so, man fliegt in diese Emissionsquelle hinein und dann sammelt man alles ein. In dem Falle wäre das so, man schießt eben alle Scouts ab, kann jede Menge tolles Material darüber hinaus noch sammeln, was man auch wieder dann später brauchen kann. Und wenn man alles erledigt hat, dann lockt man sich aus. Und zwar komplett, nicht nur auf das Hauptmenü, sondern auf dem Desktop. Startet danach das Spiel neu, startet einmal den Supercruise und holt sich über die Navigationsquelle dann den obersten Punkt, die dann natürlich wieder unidentifizierte Signalquelle heißt, und schwenkt ein und kann sofort wieder aus dem Supercruise austreten und kann sie erneut abschießen, solange wie sie existent ist. Das macht also schon Sinn, dann braucht man nicht ständig sich neue Signalquellen zu suchen, sondern kann eben dann da so lange erstmal farmen gehen, wie man Lust hat. So, da würde ich vorschlagen, mache ich hier mal einen kleinen Schnitt und sobald ich in die Nähe komme, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Da bin ich wieder. Bin schon ganz aufgeregt, ob meine theoretischen Überlegungen zum System Schiffsbild und meiner Ausstattung gut funktionieren werden. Die Bips habe ich also schon gesetzt, wie ihr seht. 3 Sys, 3 Waff. Sollte eigentlich normalerweise reichen. Bin eben auch schon mal hier abgefangen worden. Allerdings nicht von einem Interceptor, sondern von einem ganz normalen NPC. Der meinte, er müsste sich mit mir anlegen. Bin aber dem Kampf ausgewichen und über den Fluchtvektor abgehauen. Denn ich wollte jetzt nicht noch extra einen Standardkampf loswerden. Denn mein Hauptinteresse geht jetzt erstmal hier in Richtung Scouts. So, nun komm schon. Langsam, aber sicher. 06, 05. Oh nein, jetzt bin ich wieder zu schnell. Oh, ein Düppel zu viel und schon ist man wieder dabei. Ich weiß, es gibt da entsprechende Möglichkeiten. Die Geschwindigkeit per Knopfdruck zum Beispiel auf 75% und so weiter zu setzen, damit man da auch ordentlich aus dem Supercruise aussteigen kann. Aber ihr kennt das ja inzwischen bei mir. Jetzt geht's. So, sofort Waffen raus. Und da seht ihr schon, da habt ihr die roten Dinger. Einmal direkt hier ins Ziel nehmen und einmal kurz drücken. Und schon arbeiten die Laser automatisch. Seht ihr? Und das Schiff wird sofort runtergekühlt. Und jetzt können wir die Waffen hier einsetzen, unsere Mehrfachkanonen. Und die sind ordentlich dabei, ne? Bumm. So, seht ihr? Da hinterlassen die dann eine solche Wolke. Da sollte man tunlichst nicht reinfliegen. Jetzt kann man einfach als Ziel schon einfach sich einen neuen nehmen. Einmal kurz den Auslöser klicken. Und schon kann's losgehen. Jo, das macht doch richtig Laune. Bumm. Zack. Und der nächste bitte. Und einmal kurz drücken und schon geht's ab. Und dann kann man auch schon gleich hier weiterballern. Jo. Und bumm, zack. Und da haben wir noch einen. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Kurz drauf drücken und schon arbeiten die Türme. Wunderbar. Das hat also auf jeden Fall schon mal gut funktioniert, wie ich sehe. Na komm schon. Links unten seht ihr immer Marauder. Alles klar. Und das war's schon. Damit haben wir alles hier schon erledigt. Bevor ich jetzt anfange hier einzusammeln, ein kurzer Blick hier ins Schiff. Denn der Geschützturm-Modus, den habe ich nun im Gegensatz zu der AFK-Variante, falls ihr euch erinnert, da stand da auf automatisch. Da war das so, sobald der Fighter losgeflogen ist und hat irgendein Ziel angegriffen, kann man natürlich auch auf feindlich stellen, dass er jedes feindliche Schiff gleich angreift. Dann in dem Moment, wo der Fighter ihn angeditscht hatte und wir auch das dann als Feind in der Markierung hatten, begannen automatisch unsere Geschütztürme zu feuern. Hier ist es ein bisschen anders, würde ich nicht empfehlen, sondern hier nehmt am besten die Option nur zielen.
Hört sich ein bisschen komisch an, ist aber so gemeint, dass wenn ihr auf den Auslöser drückt, sobald ihr ein Ziel aufgenommen habt, braucht ihr einmal nur zu drücken und schon, habt ihr ja gesehen, arbeiten die vollautomatisch, da muss man nicht mehr weiter drücken. Und da die ja dann sich 360 Grad drehen können, die Türme, ist also sichergestellt, dass man da immer ordentlich was machen kann. So, und dann seht ihr, wenn ihr welche abgeschossen habt von diesen kleinen, dann bleiben wie immer Materialien hier übrig. Wir können die natürlich auch einsammeln. Nein, ich will keinen. Ich wollte eigentlich einen Frachtgreifer rausmachen. So, das können wir uns hier schon mal angucken. Da gibt es Waffenteile, Wrackteilkomponenten, Schubantriebselemente und Bioleiter und was man so alles gebrauchen kann. Wunderbares Material, was man dann hier später in aller Ruhe sich einsammeln kann. Dazu würde ich dann empfehlen, Antrieb 4 Bips, Sys auf 2. Und ihr habt gesehen, der Schild hat wunderbar gehalten. Er wurde zwar traktiert, aber er hat dadurch, dass er relativ gut und schnell nachladen konnte, sich dann auch wieder gut erholt. Und ja, ich bin ziemlich sicher, dass man also hier mit den Scout-Varianten, mit dem Schiffsbild, was ich euch jetzt hier vorgestellt habe, prima klarkommt. Es ist immer lohnenswert, nach so einem Kampf die Materialien zu sammeln. Die kann man dann für diverse andere Sachen wieder verwenden. Sind also auf jeden Fall gutes Material, was man sich einsammeln sollte. Dann kann man dann zum Beispiel wieder andere Module, Waffen etc. nachschalten oder auch für die Synthese eben aufwenden. So, das könnte noch was sein, jawohl. Nehmen wir auch mit. Vor allen Dingen ist der Chieftain hier wunderbar schnell. Da muss man echt aufpassen, wenn man da die Schubdüsen auf Stufe 5 gepimpt hat, dass man sogar hier mit ausgefahrenem Frachtgreifer nicht zu schnell ist, wie ihr seht. Das kann dann ganz schnell passieren. Dann düst er halt über das Material drüber. Aber das kriegt man dann mit der Zeit schon raus. So ab 500 Meter sollte man auf jeden Fall den Schub rausnehmen. Jetzt sehe ich aber nichts mehr. Es blendet das ein bisschen. Ist ein bisschen blöd da, die Anzeige. So, jetzt könnte es klappen. Das war's schon. Jetzt würde ich vorschlagen, zeige ich euch, wie das geht. Ich gehe jetzt mal kurz aus dem Spiel raus, verlasse das und gehe direkt zum Desktop. Danach starte ich das Spiel sofort wieder. So, und da sind wir schon wieder angekommen. Jetzt können wir theoretisch sogar hier die Blips gleich schon wieder neu setzen. Ein bisschen Schub, Supergruß starten. Jetzt kann man den Schub schon wieder auf 0 setzen. Kurz in die Navigation. Unidentifizierte Signalquelle direkt wieder auswählen, die in der Nähe ist. Und dann muss man normalerweise sich nur einmal kurz um die eigene Achse drehen, 180 Grad. Und dann sollte diese Signalquelle sofort wieder vor einem auftauchen. Im Unterschied zu den Emissionen würde ich hier also keinen Boost geben, sondern lieber die Blips schon versetzen, so wie jetzt. Dann ist schon alles gut. Nicht vergessen, die Waffen ausfahren. Und gleich geht's wieder los. Ich glaube, ich habe hier irgendwas falsch eingestellt, ne? Moment. Muss ich mal gucken. Ich bin hier, glaube ich, etwas verkehrt. Ja, was ist los? Warum? So, jetzt. Auf geht's. Ja, bei 2 Kilometern ist natürlich der Fallout bei den Multikanonen größer. Deswegen lieber ein bisschen näher ran. Dann wirken sie besser. Bumm, zack. Und möglichst versuchen, nicht in diese Wolke reinzufliegen. Ne, ihr seht am Schild, ihr werdet schon getroffen. Deswegen ist also ein Schild auf jeden Fall empfehlenswert. Wunderbar. Da haben wir den nächsten. Und zack. Jawohl. 37% Schild. Und den letzten nehmen wir auch noch. Und sofort ist das Schiff schön kühl. Wunderbar eigentlich.
könnte nicht besser gehen. Batsch und erledigt. So, und möglichst schnell hier raus. Was ich euch vielleicht mal zeigen könnte, na, jetzt ist wahrscheinlich schon der kaustische Schaden. Die Wolken sind schon weg. Kann man natürlich dann entsprechend auch mit den Lasern arbeiten. Denn wenn man die Laser abschießt, ich zeige euch das mal, dann steigt normalerweise die Temperatur, wenn ihr nicht trefft. Das ist der Unterschied bei dem thermischen Schaden. Da wird dann die Temperatur normalerweise etwas steigen. Man kann es auch machen, indem man die Schleichfahrt aktiviert. Dann wird allerdings der Schild sofort auf Null gesetzt. Ich mache das mal. Schleichfahrt aktiviert. Ruhig ein bisschen Gas geben und gleichzeitig noch machen, dann müsste der bis auf 130% hoch trimmen. Dann wird der kaustische Schaden sofort behoben, falls ihr einen habt. Dann natürlich Schleichfahrt sofort wieder deaktivieren und einen Kühlkörper abwerfen, damit er schnell wieder die Temperatur runterkühlt. Das ist die Methode, wenn er doch mal kaustischen Schaden erleidet. Denn der wird immer weiter eure Schiffshülle ansonsten annagen. Dann kann man also sich auf diesem Wege prima behelfen. Man muss allerdings in Kauf nehmen, dass der Schild komplett dadurch erstmal deaktiviert wird. Ich werde jetzt hier noch die Materialien einsammeln und vielleicht noch ein paar nette Schiffchen ballern. Ihr seht, belohnungstechnisch lohnt sich das. Habt ihr gesehen, was pro Abschuss da auf euch zukommt? Lohnt sich auf jeden Fall A fürs Geld und B natürlich auch hier für den Kampfrang. Den kann man natürlich durch Abschüsse, durch Scouts wunderbar steigern. In dem Sinne, meine lieben Freunde, wünsche ich euch viel Erfolg beim Bekämpfen der Scouts, beim Sammeln von Geld, Kampfrang und Materialien. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.